Herzlich willkommen zu einem neuen Themenpitch. Ich habe heute wieder einen ganz wundervollen Gast bei mir. Und da möchte ich ganz kurz abholen, weil das ganz besonders war. Ich habe den Andreas kennengelernt und wir haben ein Gespräch begonnen. Und dann habe ich was ganz Besonderes erlebt. Der Andreas begann mir zu erzählen und ich habe in mir ein ganz starkes Gefühl wahrgenommen, nämlich dieses Bedürfnis, zu wissen zu wollen, wo es hinführt. Wie geht das weiter und wie geht das aus? Also er hat eine ganz intensive Spannung bei mir erzeugt und das hat mich natürlich unglaublich neugierig gemacht. Und deswegen habe ich ihn mitunter eingeladen. Ich freue mich unendlich, dass du da bist, Andreas Hacker. Herzlich willkommen. Der Andreas ist Präsentationsexperte, Trainer, Vortragsredner. Deine Kunst ist zu großen Teilen das Sprechen. Und darum geht es, die Magie des Sprechens. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch sehr für die Einladung. Und ich kann mich gut an unser Kennenlerngespräch erinnern. Das war ja so nicht geplant. Das entstand aus dem Moment heraus. Und ja, am Schluss hat es, glaube ich, 2 Stunden oder 3 Stunden gedauert. Also ja, die Zeit verflog und ich habe es auch als sehr, sehr spannend empfunden, mit dir zu sprechen. Und ja, von dem her sitzen wir heute jetzt hier zusammen oder am Bildschirm und sprechen über die Magie des Sprechens. Freue ich mich sehr. Genau. Ich hab ja dann so ein bisschen versucht rauszufinden, immer wieder, wie machst du das? Also wie kriegst du das hin, dass so ein intensives Erleben auf der anderen Seite stattfindet? Und genau das war ja auch unser Thema an dem Abend. Wir haben ja auch gesprochen, was passiert denn da? Und wir haben das ja so ein bisschen beleuchtet. Ich würde dich gerne einfach erstmal so im ersten Schritt bitten, um mich da so ein bisschen nochmal abzuholen. Was ist das, wodurch holst du diese Spannung, wie bindest du diese Aufmerksamkeit so sehr? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bekomme das immer wieder gefeedbackt und viele sagen, Mensch, ich höre dir gerne zu und ich weiß, ich kann es gar nicht so hundertprozentig in Worte fassen. Was ich schon einsetze, ist nicht alles zu sagen. Also es gibt so, wenn du dir einen Kreis vorstellst und der Kreis ist jetzt nicht komplett, also da fehlt ein Stück aus diesem Kreis und das ist die Fantasie. Ja, und das ist auch beim guten Buch so, wenn da stehen würde, Mary geht auf die Veranda und die Veranda ist etwas in die Jahre gekommen, dann entsteht bei uns so eine Fantasie und jeder malt sich diese Veranda aus. Und wenn der Autor jetzt schreiben würde, ja, die besteht aus 17 Bretter, 80 mal 5 Zentimeter aus dem Obi-Baumarkt oder was auch immer, dann ist komplett alles zerstört. Und ich glaube, das ist so die Kunst, da nicht zu viel zu erzählen, aber auch nicht zu wenig. Es ist so eine Gratwanderung. Und manchmal gelingt es mehr und dann empfinden wir das als sehr, sehr spannend, weil wir mit aktiv werden. Wir werden aktiv und unser Gehirn, unsere Fantasie lebt in dem Vortrag oder in der Präsentation mit. Und man darf allerdings auch nicht zu wenig sagen, das ist mir auch schon passiert, weil dann entstehen natürlich Fragezeichen mir ist einmal sogar passiert, dass ich vergessen habe, meinen Namen zu sagen. Am Schluss haben die Leute, wie heißen sie eigentlich? Also das war dann ein bisschen zu wenig, ja. Also ich habe ja immer das Gefühl gehabt, in allem, was du sagtest, lag so ein Versprechen, da kommt noch was. Das führt zu etwas hin. Das ist das, was ich so ganz intensiv wahrgenommen habe. Und wir haben ja auch an dem Abend darüber gesprochen, was passiert denn eigentlich? Weil du hast ja so sehr viele verschiedene Talente und sehr viele Skills, einen Haufen Fachwissen. Da haben wir ja festgestellt, das eine ist ganz, ganz stark businesslastig. Dann hast du dieses sehr Lebendige aus dem Impro-Theater. Also du bist ja auch auf der Bühne, du verzauberst Menschen. Das Ganze machst du im Business-Kontext, aber auch im Privaten zur Freude. Und da haben wir ja drüber gesprochen, dass du gesagt hast, also eigentlich, es sind so diese zwei Teile in dir und dass du sagst, also ja, wie finden die eigentlich zusammen? Und der Gedanke, den wir dann ja weiter fortgeführt haben, war ja eigentlich dann den Fokus drauf zu richten, was passiert beim Publikum mit dem, was
was du da machst. Und das ist ja dieses, ich sagte dann zu dir, Leichtigkeit. Für mich entsteht Leichtigkeit, weil die Menschen kommen, sind in ihrem Kontext, in ihren Gedanken, in ihrem Alltag. Und du bist immer ein ganzes Stück weit unerwartet. Und ist das etwas, was du bewusst machst, oder ist das etwas, was du einfach mitgebracht hast? Nach diesem Interview werde ich es bewusster machen, weil ich mir dessen bewusst bin. Ja? Also natürlich lernt man, ich habe jetzt fast 3000 Trainingsworkshops und Shows im Kunstbereich auch und natürlich viele Trainings und Vorträge gemacht. Und natürlich kann ich da aus dem Erfahrungsschatz schöpfen und weiß, was gut ankommt oder was die Leute auch gerne hören. Und da spiele ich natürlich dann schon ein bisschen mit diesem Spannungselement. Wir kennen das ja alle von Serien, wenn wir die ansehen, oder von Romanen, die vielleicht mehrteilig sind. Da ist dann am Ende ist natürlich immer der sogenannte Cliffhanger, und da wird Spannung erzeugt und jeder will natürlich wissen, Mensch, wie geht's da weiter? Ja, also kommen die beiden zusammen, verlieben sie sich, heiraten sie oder doch nicht? Und das ist im Prinzip so ein bisschen ein Hinauszögern. Ja, also die Handlung, die Geschichte spitzt sich zu und dann zögert man etwas hinaus. Das wäre so die Technik dahinter. Das kann man durch Wiederholen machen, dass man im Prinzip das Gleiche nochmal sagt oder ich sage was Ähnliches wieder, was ich jetzt gerade getan habe. Mhm. Natürlich kann ich das auch durch Pausen erzeugen, also dass ich einfach ja einen Moment zögere. Und schon entsteht natürlich eine gewisse Spannung. Das wären so Techniken dahinter. Aber das hat mit einem feinen Gespür zu tun. Also ich bin der Meinung, die Technik ist relativ einfach, eine Pause zu machen. Aber die Pause dann an der richtigen Stelle zu machen und auch zu fühlen, wie lang darf die Pause sein. Ja, ich habe mal gehört in einem Rhetorikseminar, eine Pause muss mindestens 3 Sekunden dauern, sonst nennt man es Atmung. Also das ist so, das ist natürlich dann auch viel Übungssache und auch Mutsache, weil ich sage jetzt mal, wenn man einen Vortrag hält vor vielleicht 300 Menschen und macht dann mal eine Pause, da ist eine Sekunde verdammt lange. Mhm. Und das muss man auch erstmal aushalten und das erfordert auch viel Training. Und ich habe früher ohne Pause durchperformt und habe im Prinzip damit auch keine Luft gelassen zum Atmen. Und das ist sehr, sehr wichtig im Vortragsbereich, auch im Meeting, in der Präsentation. Das hat gar nichts mit der großen Vortragsbühne zu tun. Denn der große Unterschied jetzt zwischen Lesen und oder einen Vortrag zu hören oder zu tun, beim Lesen kann ich jederzeit selbst die Pause nehmen als Leser. Ich kann mir den Satz, ich kann ihn wirken lassen, ich kann ihn vielleicht nochmal lesen. Und das kann ich beim Vortrag natürlich nicht, ja. Und mir wurde es mal richtig bewusst, eigentlich in einem privaten Kontext. Ich war mal im Fußballstadion, Allianz Arena, und habe mir ein Spiel angeschaut. Und da war ich mit meinem Neffen und dann haben wir so geratscht und da fiel ein Tor. Und ich habe das nicht mitbekommen, ja, weil ich gerade im Gespräch war. Und man kann da nicht Pause drücken, man kann da nicht zurückspulen. Ja, und das ist genau der Unterschied. Und deswegen ist es in der Präsentation so wichtig, dass man sich dessen mal bewusst wird, dass es Raum braucht, dass es Wirkung braucht und ein guter Wein muss erstmal atmen. Er braucht Luft, er braucht Raum und das ist so vielleicht dann die Antwort, vielleicht naturgemäß etwas länger formuliert von mir, aber das wäre jetzt so der Hintergrund, die Technik vielleicht dahinter. Mhm. Können wir ja ganz kurz mal ausprobieren, dann machen wir eine kurze Pause. Ja. Und mich würde interessieren, wie, also dieses Pause machen, 3 Sekunden auch, ist ja Wahnsinn. Weil man ja auch immer so ein bisschen in diesem Liefermodus ist. Also mir geht es so. Mhm. Im Training, dass ich ja auch mein Content durchbringen möchte und man dann einfach, du hast es total schön gesagt, aushalten. Und hast du da Techniken dazu? Überbrückst du das? Zählst du Schäfchen? Was tust du das? Oder wenn man sagt, jetzt jemand fängt an, sowas zu machen und irgendwann geht es ja in Fleisch und Blut über, aber zu Anfang, was könnte da helfen? Ja, genau. Also der Prozess fängt bei einem selbst an, weil natürlich verbindet man eine Pause. Wir kennen das alles.
ich habe den roten Faden verloren, ich habe einen Hänger. Und wenn man in der Präsentationssituation ist und dann eben so eine Pause hat, weil man vielleicht kurz vergessen hat, was man als nächstes sagen möchte, dann ist das für uns eine Riesenangst, ja? Und dann entsteht Unsicherheit und die Teilnehmer oder die Zuschauer spüren das. Und deswegen haben wir dann oftmals im nächsten Schritt, zumindest war es bei mir so, alles dafür getan, dass niemals eine Pause entsteht. Ja, also wir haben dann noch mehr Inhalte geliefert und vielleicht uns noch besser vorbereitet und manche Sachen vielleicht sogar auswendig gelernt, um ja nicht in diese Situation zu kommen, mal verlegen zu sein oder nichts zu sagen, beziehungsweise diesen Faden zu verlieren. Und der nächste Schritt ist dann, sich wieder dessen bewusst zu werden, weil man sonst eben zu viel gibt oder zu viel überfrachtet dann auch. Und wenn man dann verstanden hat, so war es bei mir, dass eine Pause wichtig ist, ich meine, das wissen wir alle, das hat der Lehrer schon in der Schule gesagt, mach mal eine Pause, ja, dann beginnt man das mal auszuprobieren an Stellen. Und das ist meine Empfehlung, probier mal das an Stellen aus, wo du dir absolut sicher bist, weil du diesen Teil der Präsentation vielleicht schon 100 Mal gemacht hast oder da fühlst du dich ganz in deinem Element. Da kann dich auch jetzt kein Handy klingeln irgendwie stören, da bist du voll drin. Und an dieser Stelle kann man das einfach mal ausprobieren. Und dann, in der Tat, ich habe am Anfang gezählt, ja, weil die Selbstwahrnehmung ist da so brutal, weil man eben genau dieses Gefühl hat, liefern zu müssen in dieser Situation. Und dann macht man eine Sekunde vielleicht Pause und nimmt es als größte Hölle wahr. Und der Zuschauer hat noch nicht mal gemerkt, dass da eine Pause ist, weil es ist manchmal in großen Sälen auch so, bis der Ton dann hinten ankommt, ist es manchmal eine halbe Sekunde, also rein physikalisch. Und da ist es, also da ist es ist keine Pause. Ja, aber selber nimmt man natürlich das als Pause wahr. Und so richtig verstanden habe ich das auch im Improvisationstheater. Da gibt's hunderte von verschiedenen Formaten und Spieltypen. Und da gibt es eine Szene, das ist eine offene Szene, und da heißt es, als Aufgabe für die Spieler eine bedeutungsvolle Pause zu machen. Und da wurde es natürlich im Comedy-Sinne übertrieben. Ja, also da waren dann solche Szenen, wo es natürlich vielleicht kurz vor dem ersten Kuss, und da gab es diese bedeutungsvolle Pause, die Spieler oder wir haben das zelebriert und haben dann 5-6 Sekunden nichts gemacht, fast in einem Freeze-ähnlichen Zustand, bis die Spannung nicht mehr zu ertragen war. Und da habe ich das auch gelernt, dass eine Pause sich am Anfang, die ersten 1-2 Sekunden, sehr unangenehm anfühlt, aber dann irgendwann sogar ein Glücksgefühl ist jetzt vielleicht zu viel, aber man merkt plötzlich, was für eine Wirkung das hat bei einem selbst im Saal. Und dann hört man die berühmte Nadel im Heuhaufen. Die würde man dann, oder das ist eine andere Metapher, aber egal, du weißt, was ich meine. Und dann habe ich das irgendwann lieben gelernt. Ja, also ja. Ich nutze die Pause wirklich sehr, 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 sehr oft oder auch intensiv. Und wenn man es ein paar Mal etabliert hat, reicht oft schon ein kurzes Verzögern in einem Satz, um dieses Gefühl auch wieder hervorzuheben. Also ich liebe Pausen, und wir sollten ja alle ab und zu mal Pause machen. Ja, das ist ja in unserer hektischen Welt auch nicht nur im Vortrag sinnvoll. Ich versuche das gerade so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil ich das einfach auch sehr gut noch mich erinnern kann, wie wir da zusammensaßen und miteinander sprachen. Das, was du jetzt beschreibst, ist so ein bisschen wie Falltraining beim Klettern, dass man einfach die Angst verliert vor schwierigen Stellen, indem man einfach dann bewusst Fallen trainiert. Ja, und genau. So ein bisschen so ist das. Und tatsächlich fängt es irgendwann auch an, Spaß zu machen, weil man dann auch weiß, wenn ich falle, wie muss ich mich bewegen damit? Und da im Zuge dessen, durch diesen Vergleich, der mir gerade in den Kopf kam, was ich meine, mich zu erinnern, wenn du Pausen machst, dann machst du was mit deiner Mimik. Und man hat dann so das Gefühl, du sortierst, du denkst und du baust diese Geschichte auf. Also, und das ist, glaube ich, das, was einfach so in allem, was du rüberbringst, liegt immer so dieses Versprechen, da kommt noch was. Und das war eigentlich so dieses, ich weiß einfach, das war so intensiv. Ich saß da und habe gedacht, ich will wissen, wo führt das hin? Das war auch teilweise, ich wusste ja auch, welche Frage hatte ich gestellt und wusste teilweise nicht, wenn du dann was erzählt hast, wo geht er denn jetzt hin? Und ich war mir ganz sicher, dass es aber einfach ein, ja, also
es führt zu diesem Thema. Und da hast du natürlich einfach auch dieses ganz unsagbar schöne Talent, Bilder zu zeichnen mit den Dingen, die du erzählst und mit den, ja, also diese Bilder, die wir hatten vorhin kurz, eingangs kurz drüber gesprochen, da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil wir ja gesagt haben, das Thema heute ist die Magie des Sprechens und natürlich dann auch in Folge das, was beim Zuschauer, beim Publikum passiert. Und das kann man ja auch ganz bewusst noch untermalen und verstärken. Du hast gesagt, du arbeitest teilweise auch mit Musik. Möchtest du diese Geschichte bitte vielleicht uns nochmal mit uns teilen? Ja, gerne. Ja, das waren jetzt viele Punkte von dir. Ich versuche mal, alle irgendwie so ein bisschen zu verknüpfen. Also aus meiner Sicht entsteht die Wirkung beim Zuhörer oder beim Zuschauer dann, wenn es für ihn relevant ist. Also wir gehen ja oft davon aus, dass das, was wir erzählen, interessant ist, weil wir selber das interessant finden. Ja. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Also weil natürlich der Zuhörer, der Zuschauer für sich ganz persönlich entscheidet, okay, das bringt mir was oder das interessiert mich, das unterhält mich, je nachdem in welchem Kontext. Und das ist auch ein Riesenwechsel bei mir oder eine Veränderung bei mir gewesen, nicht von mir auszugehen, sondern auch zu schauen, was ist denn für den Zuhörer interessant. Das mag jetzt so einfach klingen, weil es eigentlich relativ logisch ist, aber oftmals habe ich das nicht getan. Ich sehe es auch bei vielen anderen. Man packt halt die Inhalte, das, was man so weiß, zusammen und präsentiert das. Und in Firmen ist es oft so, die müssen ja da bleiben. Ja, also von dem her ist auch keine ehrliche Gefahr. Und das ist so der Punkt. Also der Amerikaner sagt, what's in it for me? Ich habe eine Vertriebsvergangenheit auch immer. Da hat ein Ausbilder von mir gesagt, wenn du klingelst, dann stell dir immer die Frage, was bringt die da? Also was bringt dir das? Und genau diese Frage stellt sich natürlich jeder Zuschauer, jeder Gast und Zuhörer. Und da ist es schon wichtig, auch die Inhalte so zu präsentieren, dass es auch gut ankommt. Und ein Mittel ist da natürlich sehr bildreiche Sprache. Mhm. Und ich habe mich auch die letzte Zeit öfters gefragt, weil ich das auch oft die Feedback bekomme, Mensch, hast du tolle Bilder und so weiter. Und wenn ich jetzt einen Vortrag mit Präsentation vorbereite, dann lege ich gar keinen bewussten Fokus drauf. Also ich sage jetzt nicht, oh, welche Metapher oder welche Bild. Also natürlich habe ich ein paar Beispiele so mir, ich sage mal, gesammelt, die ich dann auch bringe. Aber mir ist die letzte Zeit was bewusst geworden. Ich bin sehr religiös aufgewachsen. Und da waren wir Sonntag zweimal in der Kirche. Also nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Mhm. Und das waren freie Predigten. Also jetzt keine vorgelesenen, sondern freie Predigten. Mhm. Und das war natürlich sehr bildgewaltig. Also Bibel, Himmel, Hölle und Gut und Böse. Und da konnten eben manche das besser und manche nicht. Ja, so. Und mich hat es immer fasziniert, wenn dort das sehr bildreich gepredigt wurde, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich konnte da richtig eintauchen in diese Fantasie, auch wenn natürlich viele biblische Bilder natürlich sehr schwarz-weiß sind oder auch das Thema Schuld da auch natürlich im Mittelpunkt steht. Aber ich habe immer beobachtet, wie das so funktioniert und wann die Leute auch gespannter sind. Und das, also ich habe immer so innerlich dann im Prinzip die Regie mitgesprochen. Das wurde mir aber erst die letzten Jahre so bewusst, dass ich das da schon irgendwie unbewusst aufgeschnappt habe. Mhm. Und der letzte Punkt, Musik. Ich mag selber Musik total gerne. Also ich habe Klavier gelernt, ich habe auch mal Waldhorn gelernt, ich habe in der Bayerischen Knappschaftskapelle gespielt, also richtig Humpo Humpo Tetere. Und aber auch in einem Stadtorchester, wo wir dann klassische Musik gespielt haben. Also ich bin sehr musikalisch aufgewachsen und später sogar mal als DJ. Und also ich habe viele verschiedene Dinge gemacht. Und Musik war immer ganz wichtig für mich selber, weil es mir immer sehr viel gegeben hat. Sicherheit, gute Laune, aber natürlich auch Gefühle. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass ein guter Vortrag sich von einem vielleicht nicht so guten Vortrag unterscheidet, dass Gefühle erzeugt werden. Und Musik kann das wunderbar. Und ich nehme mir immer vor, dass ich in meinen Vorträgen, dass ich dort auch eine traurige Geschichte erzähle. Und da habe ich festgestellt, wenn ich das mit Musik noch untermale
Und da ist es dann natürlich an der Stelle eine traurige Musik. Ja. Und ich habe da ein Lied gefunden von Inception, von dem großen Film mit Leonardo DiCaprio. Da gibt es am Ende so eine sehr, sehr bewegende und traurige Szene. Und da habe ich im Internet eine 17-Minuten-Version davon gefunden. Und so lange dauert die traurige Geschichte nicht. Aber das lasse ich da immer spielen. Aber jetzt auch nicht so, dass es alles übertönt, sondern das ist eher so ein, ja, im Hintergrund. Und wo ich das erste Mal gemacht habe, ich nie vergessen, da kam dann einer danach her und hatte sichtbar Tränen in den Augen und war sehr berührt und war ein bestandener Mann, wo ich mir gedacht habe, okay, mir ging es auch sehr nah an dem Tag. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, was der jetzt wohl für eine Frage an mich hat oder möchte er mir was mitteilen, weil er wirklich sehr bewegt war. Und dann hat er nur mit einer ganz zittrigen Stimme gesagt, Mensch, was ist denn das für ein Lied? Ja, das ist mir so nahe gegangen. Und da habe ich gespürt, dass Musik das sehr, sehr unterstützen kann. Und ja, das ist also, ich mag es sehr, sehr gerne. Und wenn man Trainer ist, kann man Musik vielfältig einsetzen. Also ich lasse seit Jahren vor Trainings, egal welches Thema, einfach gute Laune Musik laufen. Ja, und jetzt natürlich nichts Spezielles, sondern ich empfehle da immer wirklich Mainstream. Ich lasse da manchmal 70er, 80er, 90er einfach Mainstream laufen. Und die Leute kommen schon rein und sagen dann, Mensch, heute ist ja mal ein anderes Training. Und ja, und ich sage dann spaßhalber, heute tanzen wir auch noch. Und aber was nicht der Fall ist, aber also Musik spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil es Emotionen erzeugt. Und Speaking oder Vorträge präsentieren ist aus meiner Sicht heraus die Kunst, Emotionen zu erzeugen. Und das ist ein wichtiges Handwerkszeug. Und je emotionaler das ist, und das heißt jetzt nicht immer traurig, das kann auch lustig sein, das kann auch mal wütend sein. Ja, um Wut ist ein sehr, sehr großer Motivator. Also es gibt eine ganz große Palette an Emotionen, die man im Speaking oder auch im Training erzeugen kann. Und Musik eignet sich das sehr, sehr gut. Also das heißt, wenn ich es richtig wahrnehme, auf der Bühne, klar. Entschuldige bitte. Aber wenn du jetzt bei Unternehmen gebucht bist, du kommst dorthin, du hältst ein Training. Auch hier, also jetzt muss ich kurz einen Schwenk machen, wenn wir mit Emotionen etwas wahrnehmen, dann wird sich das ganz anders manifestieren. Das Erleben wird ja viel dreidimensionaler. Das heißt, wenn du dann zu Unternehmen kommst, dort als Trainer gebucht bist, dann arbeitest du dort eben auch mit diesem Element Emotionen, um einfach tatsächlich auch viel mehr Output zu generieren, viel mehr zu erreichen bei den Menschen, mit denen du an dem Tag arbeiten darfst. Genau, und zwar volle Kanne. Ganz bewusst, denn in der Regel ist es in Firmen nicht so lustig. Ja, der Druck ist sehr hoch, die Arbeitszeiten auch durch Homeoffice, es gibt ganz, ganz viel, die Krankheitstage steigen seit Jahren. Also es ist ja auch sichtbar und in vielen, ich bringe es mal auf den Punkt, in vielen Firmen ist es nicht spaßig. Ja, man macht dort seinen Job und vielleicht macht der Job auch Spaß, aber es ist so viel außen herum, dass es in der Regel nicht so Spaß macht. Und es gibt ja auch die Sprichwörter, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps und so weiter. Also das ist auch tief in uns verankert. Und ich finde, ein Trainingstag ist natürlich zur Fortbildung in allererster Linie da. Das ist das Ziel auch der Firmen und mein Ziel sollte es auch sein als Trainer. Aber ich sehe das noch weiterführend, denn wenn der Tag schön ist, wenn er mit Emotionen vollgepackt ist, dann, wie du sagst, wie du schon gesagt hast, verankert sich das Wissen auch viel besser und leichter. Und es bleibt auch in Erinnerung. Also ich sage dann Spaß über meine Trainings, ich möchte meinen Langzeitgedächtnisfaktor haben. Ja, also ich mag das nicht, wenn jemand sagt, oh, heute war ein schönes Training. Wenn aber jemand in 3 Jahren sagt, Mensch, und der mich vielleicht in der Firmenkantine wiedererkennt und dann auf mich zukommt und sagt, Mensch, ich weiß noch genau, vor 3 Jahren, da haben wir doch das gemacht oder das gemacht, das werde ich nie vergessen, dann bin ich glücklich, weil dann habe ich gemerkt, okay, ich konnte was bewirken, ich konnte denen auch einen schönen Moment geben und das ist mir sehr, sehr wichtig. Also das kann ich einfach mal blind unterschreiben. Also was ich jetzt gelernt habe, ist, es ist einiges an Technik und natürlich Erfahrung. Das große Geheimnis, was man ergründen darf, wenn man dir begegnet, bist du selbst. Das ist einfach das, was du mitbringst.
Und da ist ja auch das, was ich ja auch direkt sagte, ich habe dich beobachtet, habe immer gesagt, da ist so ein Schelm noch in dir. Und ich dachte noch, ich bin gespannt, was der macht, weil irgendwas muss er machen, wo dieser Schelm reinpasst. Und dann kam der natürlich auch. Und das ist das eigentlich, diese Lebendigkeit und auch diese Leichtigkeit, die du letztendlich mitbringst, auch wenn es um knallhartes Business geht und darum, Content zu vermitteln, die Leute weiterzubringen. Es bringt Motivation. Und das ist das, was ich wirklich, also wenn man dir persönlich begegnet, ist es was ganz Besonderes. Du bringst was ganz Tolles mit. Du bist da ein Riesengeschenk. Ich danke dir sehr. Ich finde es super, super schön, dass du bei mir warst. Danke. Ich werde deine Kontaktdaten verlinken. Also jeder, der da jetzt Interesse bekommen hat, der sich mit dir in Verbindung setzen möchte, findet dann deine Kontaktdaten. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe in Zukunft auf weitere wunderbare, bunte, lebendige Geschichten mit dir. Ich danke dir vielmals, Katharina, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen, das Interview zu führen. Und auch, also ich fühle mich sehr, sehr gut jetzt aufgrund deiner Komplimente. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich über jeden, der seine Präsentation etwas lebendiger, emotionaler oder vielleicht humorvoller auch gestalten möchte. Denn der Schelm ist mir auch sehr, sehr wichtig. Training, Vortrag muss auch Spaß machen. Denn ernst genug ist es auf dieser Welt. Also Lachen nicht vergessen. Dankeschön. Danke auch.